Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie man ein Eichenwald-Starterhaus bauen kann. Also im Prinzip ein Haus, was man wirklich bauen kann, wenn man in einem Eichenwald spawnt. Das Ganze sollte relativ schnell gehen, es sind alles Materialien, die man bekommen kann. Ein paar sind vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen, wie das Laub oder so, weil man dafür ja schon Eisen braucht. Aber ansonsten alles wirklich relativ einfach. Das Ganze ist schön eingerichtet, hier drin hat man sein Crafting-Zeug. Eine ganze Menge Platz für Kisten und so weiter. Ein Doppelbett und einen Eingang zum Minenschacht. Das Ganze sieht auch relativ modern aus, ist schön gemacht, etc. etc. Gut, dann sehen wir uns nach dem Intro. So, aber lasst uns anfangen zu bauen. Ich befinde mich jetzt im Survival, damit das natürlich auch alles legit ist. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und ich zeige euch am besten mal, was ihr braucht. Die Tools hier mal außen vor gelassen, ne? Also, wir hätten 19 Oakwood, wir hätten 1 Stack und 10 Oakwood Planks und dann hätten wir 3 Stacks und 15 Holz Slabs, Stufen heißen die, glaube ich. Gut, das wäre im Prinzip das Basic-Zeug, was ihr braucht. Dann hätten wir natürlich 29 Glasblöcke. Für die Inneneinrichtung brauchen wir dann einen Crafting Table, 8 Kisten, 3 Öfen und natürlich 2 Betten. Ihr könnt natürlich auch nur ein Bett nehmen. So, um das Ganze zu designen, hätten wir 14 Trapdoors, 5 Teppiche, 5 Fackeln, ein Schild, eine ganze Menge Blumen, eine Tür und 2 Flowerpots, falls ihr die schon bekommen könnt. Gut, aber lasst uns loslegen. Ach so, und eine Sache, ihr braucht für den Grundriss, braucht ihr noch 36 Holzplanken. Genau. Den habe ich hier schon mal vorgezeichnet und zwar sind das hier 4 Blöcke und in diese Richtung 9 Blöcke. Also 4 mal 9 ein Rechteck. Hier habe ich schon mal einen Tunnel gegraben, wo dann später vielleicht irgendwie eine Mine drin sein könnte oder so. Aber das ist ja erstmal unwichtig und hier vorne kommt dann die Tür hin. Gut, lasst uns anfangen. Also habt ihr euren Grundriss gebaut, hier kommt die Tür hin, hier kommt halt noch ein extra Block hin, dann kommt hier ein Block hin und hier ein Block hin. Dann kommt hier ein Block hin, also dann sieht das Ganze irgendwann so aus und dann kommt hier ein Holzblock hin, bedeutet, dass hier ein Block dazwischen ist und dann kommt die Ecke, hier ist ein Block dazwischen und dann kommt der Holzblock, dann sieht das Ganze in etwa so aus. Jetzt bleiben wir auf dieser Linie und packen hier unseren nächsten Holzblock hin, bedeutet hier ist das so schräg diagonal, ne? Ihr wisst, was ich meine, und hier kommt ein Holzblock hin. So, damit wäre der Grundriss abgesteckt, jetzt können wir schon einmal drumherum gehen mit unseren Oakwood Blanks und bauen hier einmal einen Rahmen drumherum, einmal um unseren Grundriss drumherum, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier lassen wir natürlich einen frei für die Tür, soweit, so gut schon mal. So, als nächstes würde ich sagen, bauen wir hier schon mal unsere Fenster rein. Bedeutet, ich hole mir mal kurz meine Fensterscheiben. Die sollten hier 1, 2 Blöcke hoch sein. Hierhin, hierhin und hierhin. Bedeutet, hier haben wir immer einen Block an der Seite frei, ne? Und dann machen wir gleich das Dach zu Anfang. Ich glaube, wir machen gleich das Dach. Wir stellen uns hier auf den Pfosten, springen hoch. Ah, ich sollte vielleicht auch mal was essen. Moment, ich hole mir mal kurz was zu essen aus dem Inventar. Einmal kurz ein Steak geflammt. So. Wir gehen weiter nach oben, damit das Ganze irgendwann 3 Blöcke hoch ist. Hier übrigens auch. 3 Blöcke hoch, ne? So weit, so gut. Und jetzt kommen hier Slabs drauf. Einmal entlang mit Slabs. Jetzt wird es ein bisschen tricky, das gebe ich zu. Aber das solltet ihr alle hinbekommen. Wir müssen nämlich jetzt unseren Außenriss bauen von dem Zeug, was wir hier basteln. Ist ein bisschen blöd zu erklären, gebe ich zu. So, auf jeden Fall packen wir hier eine Slab hin und dann kommt hier noch eine Slab hin und dann geht das ein Block nach oben, sodass wir hier im Prinzip einen ganzen Block haben. Das wird jetzt ein bisschen blöd zu bauen. Oh, ich habe schon lange nicht mehr im Survival gebaut. Hier kommt jetzt noch ein ganzer Block dran und dann geht das Ganze wieder ein Block nach oben. Wieder hier so lang. Oh, verdammt. Richtig, da war ja was. Das kann ja auch passieren. Bedeutet, wir haben hier 2 Slabs, Block, Block und dann halt so schräg nach oben Blöcke. Ihr wisst, was ich meine. Das Ganze passiert hier dann nochmal und jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Ich nehme mal kurz mein Holz, um mich hier hoch zu stacken. Ja, das muss man ja dann auch noch machen. So, hier kommt dann auch wieder Holz drauf. Bedeutet, wir haben jetzt schon mittlerweile 4 Stufen gebaut. Dann geht das hier nochmal hoch. Ich gehe mal hier hin. Bup, bup. Na, komm, bau mal. Bau mal vernünftig. Jetzt nochmal hier hin und wieder eins nach oben. Wir gehen weiter nach vorne und bleiben auf derselben Höhe. Und dann gehen wir noch eins nach vorne und nach oben. Dann sollte das Ganze in etwa irgendwann so aussehen, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Gut. So, sind wir jetzt schon da, wo ich sein will? Wir sind schon da, wo ich sein will. Gut. Entschuldigung, ich muss mich kurz entschuldigen. Hier unten die Slab kommt weg.
Die habe ich da falsch platziert. Da kommt keiner hin. So, ich baue mich mal kurz hier wieder runter. Und jetzt zeige ich euch, was ihr machen müsst. Nämlich baut ihr das Ganze jetzt überall bei diesen Slabs hier so lang. Bedeutet, wir ziehen hier überall das Ganze so lang. Immer eins höher. Oh, irgendwann kommt man halt nicht mehr gut dran. Da muss man sich einmal hochstacken. Und mein Handy klingelt mitten in der Aufnahme. Finde ich natürlich wieder 1A. Finde ich richtig gut. So, und das machen wir jetzt für eine gute halbe Stunde, oder? Hier Dach bauen. Dach bauen dauert halt einfach in Minecraft. Das ist das Blöde in Minecraft. Aber naja, was willst du machen? Muss gemacht werden. So, dann hier entlang. Immer schön mit Slabs. Ich meine, man könnte bei den geraden Blöcken von der Anzahl her auch ganze Oakwood Blanks nehmen, aber ihr kennt mich. Also von daher machen wir das Ganze nicht. So, da kommt einer hin und dann haben wir schon den ersten Stack aufgebraucht. Ging ja ruckzuck hier. Ich verspreche euch auch, ihr könnt natürlich für die Leute, die jetzt verstehen, was hier gemacht wird, ich denke, das sollte die Mehrheit sein, ihr könnt natürlich auch das Video skippen bis zu dem Punkt, wo ich mit dem Dach fertig bin, was in, na, vielleicht einer Minute sein sollte oder so. Ich beeile mich, versprochen? Okay. Na, komm, Platz hier mal, Dankeschön. Und dann hierhin, 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 hierhin. Wunderbar. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll, es tut mir leid. Ich bin da ein bisschen einfallslos. Die wird jetzt wieder ein bisschen blöd zu platzieren. So. Und hier lang. Ah, verdammt, das war falsch. Dahin, dahin, dahin. Und dann bauen wir den mal kurz ab. Dankeschön. Slaps wieder her. Nicht, dass ich irgendwas verliere und dann fehlen mir wieder Blöcke am Ende. Das wäre natürlich extrem blöd, aber ich denke, das sollten wir hinbekommen. So, die habe ich natürlich wieder falsch platziert. Hier einmal hin. Und wir nähern uns dem Ende, Gott sei Dank. Dann können wir nämlich mit dem coolen Part weitermachen, der echt Spaß macht. Ich muss sagen, im Creative Mode baut sich das echt einfacher. So, und dann kommt hier die noch weg. Ups, das wäre beinahe schief gegangen. Und dann können wir im Prinzip schon runter von unserem Dach. Bisschen Fallschaden, aber das kommt bei den besten Gebäuden vor. So, jetzt gehen wir hier vorne hoch und bauen mit unseren Holzblöcken nach oben. So, hier kommt einer hin und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Dann haben wir hier so einen coolen Holzpfosten. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite übrigens auch. Hier einmal runter, bis wir hier auf den Holzpfosten treffen. Und ja, das wäre es im Prinzip schon damit. Hier, den könnte ich mir auch gleich wiederholen. Wo auch immer ich den dann brauche. Mir fehlen noch ein paar Holzpfosten, fällt mir gerade so auf. Mir fehlt ein Holzpfosten. Mir fehlt ein ganzer Holzpfosten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Naja, den werde ich später farmen. Okay, gut, machen wir weiter. Hier kommen Holzblöcke hin. Hier drüben übrigens die ganze Wand entlang. Bis wir drüben rauskommen. Hier kommen dann übrigens auch Slabs hin dementsprechend. Und hierhin haben wir noch welche im Inventar. Oh Gott sei Dank, wir haben noch welche im Inventar. Ich dachte schon, ich hätte einen Fehler gemacht. Gut. Hier einmal entlang. Huch, da sollten keine hinkommen. Das war jetzt natürlich blöd. Die hole ich mir mal kurz zurück. Hier hin. Und da kommen im Prinzip auch keine hin. Gut gemacht, Johannes. Auf jeden Fall, ihr baut die Wand mit Holzblöcken durch. So, einfach im Prinzip. Das sollt ihr im Prinzip nur machen. So, bis wir hier vorne rauskommen. Dann gehen wir hier einmal runter. Holen uns die Slabs von da drüben. Wenn wir nicht gerade in der Wand rumglitschen. Dankeschön, Minecraft. Füllen das Ganze hier noch weiter auf. Und dann steht unsere erste Wand. Hey, nee, zweite sogar schon. Junge, Junge. Geht ja ruckzuck hier. So, dann kommen wir zu den Glasblöcken. Die erste Reihe platzieren wir schon mal. Hier kommt übrigens keiner hin. Na, gib mir mal den Glasblock zurück. Hier kommen die hin. Komm, machen wir schon mal die ersten zwei rein. Und dann sollte das eigentlich bis da oben durchgehen. Dankeschön. Platzieren da oben die Glasblöcke hin. Bis wir eine 4x4 Wand haben. Tada, so sieht das Ganze dann in etwa aus. Ne, wir müssten es eigentlich ein bisschen kleiner machen. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Hier oben, die reißen wir kurz ab. Ah, ist blöd, wenn man mit den Blöcken haushalten muss. Es ist ja echt blöd und sich das Ganze nicht perfekt merken kann. So, jetzt sollte das Ganze aber stimmen. Perfekt. So, dann können wir hier oben schon mal Holz hinpacken. Einmal kurz mit Holz hin. Oder ich habe ein paar Glasblöcke falsch abgerissen. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre natürlich echt blöd. Ah, es sieht beinahe so aus. Gut, soweit, so gut. Schon mal nicht schlecht. Dann können wir schon mal hier hinten unsere Betten hinpacken. Die hole ich mir einmal ganz kurz aus dem Inventar. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein paar extra Blöcke. Hier hin und hier hin. Tada. Dann kommt hier einmal schon mal Teppich drumherum. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Perfekt. Und hier kommen dann Trapdoors dran, also Falltüren. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Ist das richtig?
Das müsste eigentlich richtig sein. Nee, Quatsch, das kommt eins weiter nach links. Tut mir leid, einmal kurz abgerissen hier. Das wollte ich nicht abreißen, dankeschön. Kriege ich den Block wieder? Natürlich kriege ich den Block nicht wieder. Muss ich jetzt ernsthaft da rumlaufen? Oh, es ist ja schlimm hier. Oder? Ja, muss ich. Wow, toll Minecraft, gut. So, hier einmal lang. Und dann machen wir weiter. Wo machen wir jetzt weiter? Also, hier kommt auf jeden Fall so ein Holzblock hin. Eigentlich bräuchten wir noch einen. Moment, ich hole mir mal ganz kurz einen von diesem Baum hier. Holen uns mal zwei, sicherheitshalber. Irgendwo habe ich einen versemmelt beim Abreißen. Naja. So, zwei Blöcke hoch? Nee, komm, machen wir ganz hoch. Also, merken, ihr braucht noch drei Holzblöcke extra als das, was ich am Anfang gesagt habe. Tut mir leid. So, einmal so. Und wie machen wir das hier? Wir packen hier eine Trapdoor hin, da eine Trapdoor hin. Nee, Quatsch, da kommt keine Trapdoor hin. Die Trapdoor kommt hier hin, das ist schon richtig. Dann kommen da Kisten drauf. Einmal, bop, bop. Und hier oben eine Kiste drauf. Das ist dann im Prinzip so der Ankleideschrank. Ach, ich weiß ja auch nicht. Doch, soweit stimmt das noch. Das sieht noch gut aus. Dann nehmen wir uns schon mal die Öfen und die Crafting Bench raus. Packen die Crafting Bench hier hin. Hier kommen unsere drei Öfen hin. Und dann mal gucken, wie wir hier die Kisten verteilen. Wir könnten die rein theoretisch so verteilen. Ja, das würde sogar funktionieren. Gut, gut. Hier und hier kommen Kisten drauf. Perfekt. Soweit stimmt das Ganze. Ich bin erstaunt. Dann nehmen wir unsere Fackeln raus. Packen mal hier eine dran. Und hier eine dran. Und hier eine dran. Tada. Soweit, so gut schon mal. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier mit dem Glas machen. Ich hatte das anders in Erinnerung, aber naja, schauen wir gleich mal. Also, hier packen wir schon mal Slabs hin, einfach weil hier dann die Tür reinkommt. Die können wir im Prinzip auch schon mal reinsetzen. Ah, hier haben wir noch drei Blöcke, immerhin etwas. Bedeutet, hier kommt schon mal die Tür rein. Hier vorne bauen wir schon mal das fertig. Bedeutet, hier kommt ein ganzer Block hin, hier kommt ein ganzer Block hin. Da kommt Slabs dazwischen, sieht dann in etwa so aus. Ich glaube, ich habe echt ein paar Blöcke beim Abbauen vergessen. Naja, so, hier kommen Blöcke hin und da oben eine Slab hin. Dann kommen hier zwei Glasblöcke hin. Hier kommen drei Glasblöcke hin. Sollte passen. Wunderbar. Und hier kommen vier Glasblöcke hin. Und zwar reißen wir da oben diese eine Slab ab. Nicht die andere, sondern nur die eine. Und dann kommt hier der letzte Glasblock hin. Tada! So stimmt das schon mal mit den Glasblöcken. Wunderbar. Wir könnten das natürlich auch anders machen. Das bringt mich jetzt auf eine Idee. Moment mal, wir reißen mal kurz hier das Glas ab. Ich glaube, das könnte sogar besser aussehen. Einmal kurz abgerissen. Und dann reißen wir da oben das Holz ab. Hier. Oh, komm mal zu mir. Da draußen liegt auch noch eins. Und dann gehen wir hier höher mit dem Glas und machen hier dicht. Haha, das ist doch eine Idee. Wunderbar. Dann kurz was essen. Muss man ja auch machen. Immer wenn man baut, mal eine gute Pause einlegen. Bisschen was schnabulieren. Und dann ist das meistens eine ganz gute Angelegenheit. Hier gehen wir einmal ganz kurz raus. Und dann gucken wir mal, ob das mit den Blöcken passt. Es sieht zwar nicht so aus, aber man kann ja immer noch hoffen. Gut. Ah, hier vorne kommt ja auch noch was hin. Haha, haha. Und zwar, wo packen wir das hin? Packen das hier hin und hier hin. Irgendwie ist unser Grundriss größer geworden. Deswegen fehlen mir auch die Blöcke. Merkwürdige Geschichte. Hier kommen auf jeden Fall überall Trapdoors dran. Hier auch und hier auch. Und dann kommt hier eine Slab dazwischen. Und dann können wir hier schon mal Blumen draufpacken. Einmal so, einmal so, einmal so. Na kommt, die holen wir auch noch raus. Dann packen wir mal hier eine Blume drauf. Und hier eine Blume drauf. Hier so eine und hier so eine. Tada. So, und jetzt bräuchten wir Holz. Ist gut gesagt, gell? Ich weiß. Irgendwie habe ich meinen Grundriss falsch gebaut. Ha, bedeutet, ich sage euch nochmal, was ihr an extra Blöcken braucht. Blende ich dann nochmal vorne ins Video ein. So, so, so. Und hier müssten wir jetzt auch noch dicht machen. Einmal hier, einmal hier. Und dann fehlen uns wie viele Blöcke? Ach, ich hole sie einfach ganz kurz. Sekunde, gebt mir mal eine Sekunde. Ich baue mich hier mal kurz ein bisschen Holz ab. So, das sollte eigentlich rein theoretisch auch schon schicken. Die wandeln wir kurz in Blöcke um. Wunderbar. Und bauen hier weiter. Die Slab hole ich mir mal ganz kurz. Die kommen da oben dran. Und dann sollten wir in der Lage sein, hier Blöcke hinzupacken und hier Blöcke hinzupacken. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Ja,
Hier haben wir das Fenster. Ja, wunderbar. Hier haben wir das. Und wer jetzt will, kann hier vorne noch ein paar Flowerpots draufsetzen. Und zwar machen wir hier einen Flowerpot hin und da einen Flowerpot hin. Machen da ein paar Blümchen rein, damit das alles schön aussieht. Ne? Ihr kennt das ja. Und dann könnten wir hier eine Fackel anbringen. Haben wir sonst noch was im Inventar? Ah, natürlich, ganz wichtig. Was wir noch machen können, ist, wir können hier Laub anbringen. Und zwar hier. Falls ihr das schon haben könnt mit einer Schere oder so, dann macht ihr das am besten. Hier können wir ein Namensschild anbringen, vielleicht mit Magic Door oder so, je nachdem wie ihr heißt. Ich heiße Magic Door. Und dann sieht das Ganze doch schon mal nicht schlecht aus. Wofür hatte ich noch die eine Trapdoor? Wofür? Ah, ich weiß wofür. Hier zu unserem Mineneingang, ne? Kommt noch eine Trapdoor drauf, damit das alles schön ordentlich ist. Und das wäre es im Prinzip vom Haus. So einfach wäre das im Prinzip. Ja. Sieht ganz gut aus. Hier auf der Seite hat man natürlich nichts, weil da das Lagermaterial ist. Von innen. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, ihr habt Spaß mit dem Haus. Ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Nee, Quatsch. Sagen wir noch was anderes. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich immer sehr drüber. Wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Baut fleißig weiter. Habt Spaß mit dem Haus. Bis dann. Ciao. Haut rein.